Das legendäre Nokia 3310. Hält es unseren Beschuss stand oder können wir es nun endgültig bezwingen? Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Also los geht's. Oh, hi Mama. Deswegen haben wir jetzt hier mal ein ganz anderes Ziel. Da werde ich auf jeden Fall einen blauen Fleck kriegen. Das ist schon ziemlich dumm, was wir hier anstellen. Mann. Und damit willkommen bei BD-Venture-Fans wieder, Basti und Diana. Wir dachten uns, heute einfach mal wieder Kind sein, zum Spiel nach draußen gehen. Das Ernstsein überlassen wir heute einfach mal anderen. Wir haben uns hier ein kleines Ziel aufgebaut, wo wir dann gleich drauf schießen werden. Beate haben wir auch am Start, die nehmen wir dann auch noch zum Schusstest gleich mit dazu. Ja, abgesichert haben wir auch alles. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Zum Schießen haben wir unsere Bögen dabei. Was das genau für Modelle sind, zeigen wir euch im Laufe des Videos gleich noch. Und außerdem haben wir sowas noch dabei. Wir haben dazu früher Makachi gesagt. Keine Ahnung, ob die wirklich so heißen. Jedenfalls hat man die damals ja mal irgendwie aus einer Toiletten-, also Klopapierrolle und Luftballon selber gebaut. Mittlerweile kann man die selber kaufen. Und da sind dann noch solche Tonkugeln mit dabei. Ja, der Schutz darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Deswegen haben wir uns hier solche Schutzbrillen noch zugelegt, damit wir hier nicht unser Augenlicht verlieren. Genau, wir haben noch eine gewisse kleine Vorbildfunktion und da muss er natürlich sein. So, wir labern gar nicht lang, sondern starten direkt rein. Wir haben jetzt hier zum Aufwärmen einfach mal ein paar Luftballons aufgehangen. Wir ballern uns jetzt erstmal so ein bisschen ein und dann geht es danach an die härteren Ziele, würde ich sagen. Hast du gerade den ersten Schuss recht versemmelt oder was? Ja, der ging direkt dahinter, aber ich habe gehört, der ist irgendwo reingeballert. Guck mal, wo er drin steckt, geil! Aber es ist auch ungewohnt für uns, so hoch zu schießen. Wir schießen sonst immer nach unten. Das ist jetzt quasi auf Augenhöhe. Also bei mir. Bei dir vielleicht noch nicht ganz, aber bei mir. Alter, zweiter Schuss, direkt ein Treffer oder was? Jetzt schieße ich blau links. Mit Ansage jetzt. Ich dachte, wir schießen uns erstmal so ein bisschen ein. Ja, klar. Du kannst doch erstmal die Zielscheibe wegschießen, wenn du willst. Alles klar, ich dachte, wir schießen hier auf Luftballons. Ist ja schön, dass du erstmal hier unsere Vorrichtung zerballerst, ey. Mann! Ah. Wie viele Pfeile haben wir überhaupt? Jetzt haben wir einen weniger. Sieben habe ich geschossen. Jeder darf acht schießen. Einen darf ich gleich noch. Alles klar. So, Freunde, Ballons hängen jetzt wieder neu. Jetzt habe ich acht Pfeile. Ich bin gespannt. Ja, und ich habe eine Idee. Wenn du schaffst, mit acht Pfeilen diese drei Ballons abzuballern, dann darfst du nachher als Erster aufs Handy schießen. Da habe ich Bock drauf. Das machen wir so. Deal. Ja, einen haben wir schon versammelt hier. Ey. Bam, Alter. Bam, der zweite. Eins von drei. Der war knapp. Der war knapp, oder? Der war wirklich knapp. Hä? Boah. War die gestriffen, Alter. Warte mal, guck dir das mal an. Der ist mal ganz knapp, guck mal. Der ist dazwischen eingeklemmt. Ja. Jetzt Pfeil Nummer 5. Jetzt muss ich mal treffen. Ready? Ready. Du hast den immer noch nicht kaputt. Ziel ist eigentlich, die Luftballons zu treffen, nicht dran vorbeizuschießen. Du hast doch zwei Pfeile. Zwei Pfeile sind am Start. Beide müssen jetzt treffen. Da wollte ich eigentlich den ersten Schuss nachher setzen, ey. Tja, wenn du nicht triffst, darf ich. Letzter Fall, Basti. Nein! Alle sind dran vorbeigegangen. Fies, einfach oder? Ein Witz. So, eingeschossen haben wir uns jetzt ein bisschen. Auf Luftballons schießen kann jeder. Deswegen haben wir jetzt hier mal ein ganz anderes Ziel. Und zwar den Kollegen. Hähnchen. Ich bin gespannt, ob das Ding auch gleich schreit, wenn wir drauf schießen. So, wir haben einen Punkt ausgemacht an dem Hühnchen, wo wir drauf treffen möchten. Und zwar ist da so ein kleiner orangener Punkt. Wenn man da drauf drückt, dann ertönt dieses Signal. Das nennt sich saftig daneben hat sie geschossen. Halt die Backen. Wie nennen wir den Kollegen? Pauchen Quark oder was? Das ist Gertrud. Dann schießen wir auf Gertrud. Mann. Ja. Alter, voll ins Herz hat sie das Ding gesetzt. Perfekt, wie ausgemessen das Ding. Das war alles so geplant. Na ja, klar. So, mal gucken, ob Basti auch trifft. Ich sag nein. Einfach, weil ich gemein bin. Arsch einziehen, Penis nach vorne. Ich hab Penis gesagt? Arsch einziehen, Penis nach vorne, hab ich gesagt. Achso, okay. Also so. Ja. Arsch einziehen, Penis nach vorne. Ich habe ihn wieder fixiert, guck mal hier. Aber du hast ihn geschliffen, guck mal. Ja, Mann, ich habe die Farbe weggemacht. Die rote Farbe ist weg. Ja, also, zählt das Treffer oder was? Nein. Ah, Mann. Jetzt wollen wir aber auch mal einen versenken hier oder was? Los jetzt, komm. Ey, wirklich. Komm schon.
kann ja nicht wahr sein. Ich bin wieder komplett vegan unterwegs heute. Oh nein! Oh mein Gott, das sieht gebrochen aus. Aber du hast ihn getroffen. Okay, ich habe ihn getroffen. Aber ich will jetzt... Gib mir noch zwei Schüsse, okay? Willst du unsere... Boah, Alter, Basti! Da sollst du nicht hinschießen. Die sollen nicht kaputt gehen, Mann. Das Netz und ins Holz. Ja. Wie tief sind wir drin? Geht. Nur die Spitze. Ja! Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn! Also bei mir war es ein Lungentreffer, bei dir war es ein Herztreffer. Ja, gut, okay. Das Chicken hat genug gelitten, würde ich sagen, oder? Chicken. Das Chicken. Hörst du, seine Freunde kommen? Schnell weg. Wir wollen euch nochmal unsere Bögen zeigen. Und zwar hat Basti hier einen Jagdbogen, einen Takedown-Bogen von Mandarin Duck. Ich glaube, das Modell ist sogar Grey Goose. Da haben wir so ein paar Silencer dran gemacht. Ein bisschen modifiziert, hier und da oben. Und ich habe einen Sportbogen, und zwar ist es der Ragim Matrix. Hier kann man sich noch ein Visier oder sowas anschrauben, haben wir jetzt aber nicht dran. Hier seht ihr mal ganz klar den Unterschied. Basti sei das Jagdbogen, der ist ein bisschen kürzer, meiner ist ein Sportbogen, der ist ein bisschen länger. Aber beide schießen sich unglaublich gut, sind beide auch günstige Modelle und ja, das macht unglaublich viel Spaß. Ja, soviel zu den Bögen. Wir haben aber noch was dabei, hat man gesagt, und zwar dieses Katschi-Teil hier. Und damit haben wir überhaupt noch gar nicht geschossen, das machen wir jetzt. Und wir haben passend zum Herbst noch was dabei, das seht ihr jetzt. So, der Kürbis ist am Start. Diana hat sich eben dazu bereit erklärt, uns ihn hier vorzubereiten. Und jetzt würde ich sagen, wird geschossen. Und zwar mit... Künstlerisch 6. Diana, verlass den Raum. Kunst teilgenommen. Gut, wir schießen mit dem Katschi hier. Ich habe richtig Respekt vor diesem Teil. Wir haben damit noch nie geschossen, aber die Dinger sollen es ja richtig in sich haben, ne? So, hier haben wir die Tonkugel. Und ich überlasse dir den ersten Schuss, denn ich darf nachher aufs Handy schießen. Okay, gut. Also. Apropos Tonkugeln, braucht euch keinen Stress machen. Die lösen sich dann einfach in der Natur auf, wenn es dann regnet. So, jetzt natürlich die Frage. Ich glaube, dass man das so macht, dass man die Kugel hier rein macht und dann nicht direkt an der Kugel festhält und zieht. Ich glaube, man zieht dahinter. Ja, ich glaube, man hält die Kugel fest. Wir können ja beides einfach ausprobieren. Ja, wir testen aber beides. So. Aber warum schießen wir denn jetzt auf den Kürbis, Basti? Ja, wir wollen einfach mal kicken, was passiert, wenn man drauf schießt. Wie viel Schaden verursacht so eine Tonkugel? Breit? Mhm. Alter, verursacht. Wie schnell das zurückkommt, ja, Junge. Ich glaube, wir gehen einen Meter weiter nach hinten. Ja. Okay, der ging ins Gebüsch. Aber ich habe ihn getroffen. Hier oben. Ja, so ist rübergegangen. So. Und dann drüber gerutscht irgendwie. Oha. Ist er mal getroffen? Nee, ja. Nee, kein Dingens. Gut, Diana schießt jetzt einfach mal. Okay. Voll gegen die Kiste, glaube ich. Ja. Jetzt blutet er. Tatsache. Aber er geht nicht rein, ne? Nee. Er geht echt nicht rein. Ich habe eine Idee, halt mal hin. Ich will jetzt mal einfach mal. Ich will einfach mal kurz das testen. Ich setze jetzt voll ein auf die Nase. Der steckt der da drin. Der steckt da drin, ne? Der ist einfach da drin. Aber wie nah muss man rangehen? Ich mach's jetzt noch mal. Was denn jetzt? Alter, wird die Dummheit direkt bestraft wieder, oder was? Oh, der ging richtig so in den Innenschenkel. Ich glaube, das ist schon ziemlich dumm, was wir hier anstellen. Oh, ich kann einen richtig schönen blauen Fleck kriegen. Gleich nochmal. Der ist komplett hier hochgeflogen irgendwo. Der ist hier in die Bäume gegangen, hab ich wohl gehört. Ich drehe mich einfach mal so. Der prallt nur ab. Oh, da! Deiner ging hier rein, meiner ging jetzt nach. Alter, aha. Headshot! Aber Alter, voll geil. Zwischen die Augen, Junge! Geil. Alter! Aber wisst ihr was, irgendwie gebe ich mich mit der Scheiße nicht zufrieden. Warum? Und deswegen mache ich jetzt was. Halt mal fest hier. Nimm mal die Kamera. Okay. Einfach mal einen draufsetzen. Okay. Boah, das Ding hat richtig hier in meinen Innenschenkel gezeckt. Da werde ich auf jeden Fall einen blauen Fleck kriegen. Das hat nochmal richtig nachgeballert, ey. Nein. Da ja. Ist da ist er. Ah, das Geräusch klingt schon geil durch so einen Kürbis, ne? Ja, Mann. Zwar nicht auf die Nase, wo ich eigentlich hin wollte, aber er ist drin. Und sogar hinten noch ein bisschen hier in die Zielscheibe. Alter, wie krass ist das denn? Alter. Guck mal. Was für eine Wucht einfach mal Pfeil und Bogen hat. Na, wo man eigentlich, wir sehen ja quasi, wenn du mit einem Katschi schießt, ja. Ne, was da schon hintersteckt. Aber so ein Pfeil, Alter, der geht mal ganz anders da rein. Der geht mal richtig durch, ja. Alter Schwede, ey. So.
fast den Zahn weggeschossen. Ja, auch wenn er jetzt nicht mittig war, der ging schön durch hier. Da ist er. Wenn wir jetzt eh schon im Spielmodus sind, dann können wir ihn einfach mal aus nächster Distanz so ein bisschen abballern hier. Vielleicht ist der Schaden einfach nochmal einen Ticken größer dann. Mal gucken. Ja, ist er? Ja, ich dachte, er würde ein bisschen tiefer eindringen oder so. Ich meine, die Austrittslöcher sind jetzt auch nicht so groß, ne? Ich glaube, dafür braucht man dann wirklich so Jagdpfeile oder sowas. Ne? Oh, ich glaube, das wäre was. Ich glaube, das holen wir. Mit einer anderen Spitze hast du ein bisschen mehr Schaden auf jeden Fall. Ja, also und dann richtig durch den Kürbis durch. Ja, Mann. So, Leute, jetzt kommen wir zu dem Teil, worauf wir uns schon die ganze Zeit freuen, denn ihr dürft jetzt endlich Bertha kennenlernen und Bertha wurde von uns auch noch angezogen. Bertha haben wir präpariert. Was ist hier los? Geil. Das ist Bertha. Bertha trägt eine sandgefüllte Weste. Ich glaube, es ist eine Trainingsweste. Da kommen halt eigentlich hier vorne auch noch so, kann man noch Platten reinmachen, Gewichte etc. Darum geht's aber nicht. Wir wollen gucken, ob das Nokia-Handy unsere Schüsse standhält und ob Bertha dann durch das Nokia-Handy geschützt ist. Ich bin gespannt. Also mal gucken, ob es durchs Handy geht und wenn es durchs Handy geht, ob es an der Weste auch noch irgendwas macht. Den Akku haben wir extra rausgenommen hier, weil wir jetzt nicht den Akku zerschießen. Genau. Ja, legen wir einfach mal los. Los geht's. Freunde, es geht los. Diana setzt den allerersten Schuss, weil ich es vorhin versemmelt habe. Bin gespannt, ob du das Ding gleich auf Anhieb triffst. Das wäre geil. Ich sag mal so, das Ziel ist ja auch nur so winzig klein. Ihr seht es ja selber. So. Das ist echt nicht leicht zu treffen, ne? Wenn ich nicht gleich treffe, fliegt die Puppe runter. Ich glaube, die fliegt so oder so. Bertha! Bertha! Digga! Aber direkt da drüber. Ich wollte schon sagen. Ey, von hinten sah es aus, als hättest du es voll getroffen. Und ohne Witz. Wie geht's? Oha, das Bär hat das Titte perforiert. Was denn hier? Na ja, unten drunter so ein bisschen. Ja, die Richtung passt schon mal. Geht gleich weiter, oder? Heftig, na ja, klar. Den stecken lassen, ja, ne? Nee, nimm den raus. Komm, damit der nicht den nächsten Schuss ablenkt. Geil. Aber wir schießen jetzt immer abwechselnd. Ja? Ja, jetzt schießt du, dann schieß ich wieder und so weiter. Ich bin gespannt, ob dein Schuss genauso geil wird wie meiner, ey. Okay, nicht ins Zimmer, aber ein Ticken drunter. Aber hätte Bertha überlebt oder hätte nicht? Hätte Bertha überlebt? Bertha hätte aber es überlebt. Richtig überlebt. Bertha hätte diesen Schuss überlebt. Nur durch ein Nokia 3310. Das ist doch richtig episch gerade. Oh mein Gott. Ey, ohne Scheiß. So was hier brauchst du ja nicht. Du brauchst keine Schutzweste. Nein. Du brauchst nur ein Nokia 3310. Alter. Krass. Guck mal hinten nur die kleine Spitze so. Ist ja krass. Ist das krass. Ihr habt's gesehen, Freunde, Bertha ist mit einem 3310 vor sämtlichen Schüssen geschützt. Wir haben nur zwei Schüsse gebraucht. Mega krasse Sache, dass das Ding wirklich so viel aushält. Hätte mir selber gar nicht gedacht. Ja, und ich würde sagen, Bertha ist einfach mal mit einem blauen Auge heute davongekommen, oder was? Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, womit wir Bertha als nächstes schützen sollen. Denkt ans Liken und Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Jetzt geht's los.